Guten Morgen, Leute. Ja, guten Morgen. Jetzt habe ich es gedatet, die Episode. heiße euch herzlich willkommen mal wieder zu einer weiteren Folge Zeit für ein Duell. Diesmal mit Legends of Runeterra. Ja, wir haben das letzte Mal ein bisschen Ranked gezockt mit dem Anfangs-Control-Deck und ich glaube, so machen wir gleich weiter. Wir haben sogar mal gewonnen. Ich meine, passiert ja nicht so oft in dieser Serie, dass wir gewinnen. Na, eher selten, gebe ich zu. Aber das wird schon noch. Okay, unser Gegner spielt Zed oder Hecarim. Bei Hecarim habe ich überhaupt keine Ahnung, was er macht. Das wird bestimmt lustig. Okay. Ja, von mir aus kann man das so behalten. So, Runde 1. Zack. Spiel mal den glücklosen Aristokraten. Wo seid ihr? Der hat Spaß auf jeden Fall. So, was hat das Heilstreitwagen? Wenn ein vergänglicher Verbündeter angreift und ich tot bin, kehre ich angreifend zurück. Boah, finde ich irgendwie nicht so cool, ne? Also. Deck hat vergänglich Synergies. Wir haben gerade schon gesehen, hier ist Hecarim aufgeploppt. Irgendwas hat er für ihn gemacht. Na, jetzt haben wir natürlich unser Timing verpasst, noch irgendwas anderes zu spielen. Klasse. Spielen wir halt den Kollegen hier. Nichts entgeht meinen Augen. Guck mal, Set. Damit wird er nicht blocken. Das glaube ich nicht. Zed ist in Angreifer kein Blocker. Direktangriff, wie ihr wisst, nur wenn er angreift, nicht wenn wir angreifen. So, gehen wir mal rein für 5 Schaden. So, Direktangriffsdeck oder vergänglich. Eher irgendwie vergänglich Synergies, ne? Ich bin gespannt auf jeden Fall. Okay, Schattenassassin, ne? Mein Leben. Das heißt, wir haben jetzt noch Zeit, unseren Braum zu spielen. Das finde ich nice. Nur war? Wer weiß? Die Nacht bricht an. Was bist du? Ach so, der Streitwagen kommt jedes Mal wieder, wenn der einen Zed-Klon macht, einen Zed-Schatten. Finde ich ganz schön broken, ehrlich gesagt. Wie macht man das? Wollen wir eigentlich nicht blocken. Ob sich da jemand einen Snack sucht? Ich block mal den Schatten. Einfach aus schadensvermeidungstechnischen Gründen. Alarmiert das Dorf. So, was haben wir noch? Wir haben noch 4. Das heißt, ich mach mal den Blick des Jenseits noch. Einfach um hoffentlich irgendwas Gutes nachzuziehen. Okay, er hat irgendwas für 2. Ach, jetzt zerstört nur unseren Braum. Super. No. Nicht unser Braum. So, wir haben Removal gekriegt an sich gut. Großer Kerl hier, die Patrouille. Ich bin interessiert, wenn Hecarim reinkommt. Was ist das? Wenn du einen vergänglichen Verbündeten beschwörst, gewähre ihm 1-1. Ja, wir hauen einfach rein mit dem Kollegen hier. Du kannst nicht entkommen. Okay, er blockt mit seinem Flieger. Wurf, würde ich sagen. Naja, ich habe halt keine Ahnung, was noch so in dem Deck ist. Deswegen bin ich gerade ein bisschen konzentrierter. Was nicht bedeutet, dass ich besser spiele übrigens. So, wir haben 6 Mana, 3 Zaubermana, also insgesamt 9. Ich habe eine Kopie von mir auf der Hand. Eine
Nexusschlag. Zählt Nexusschlag mit 0 Angriff? Das würde ich gerne wissen in der Situation. Da können sie aber auch einfach einfrieren. Achso, da können sie auch 0 Angriff, ne? Wollen sie ja einfrieren. Ach du Scheiße. Der komische Hai. Den gibt's ja auch noch. Sie werden nicht lange leiden. So, wie machen wir das jetzt? Am liebsten würde ich halt die doppelt spielen, aber wir haben nicht das Mana dafür. Können was einfrieren. Okay, wir frieren Set und die alte ein. Dann noch den Schatten. Und hoffen, dass jetzt nächstes Schlag nicht eine Kopie von ihm macht. Weil nur Schaden da irgendwie nicht durchgeht. Ich weiß gar nicht, greifen sie überhaupt an, wenn sie eingefroren sind? Oh, was? Hat jetzt noch eine Buffkarte oder was? Ist hier eine Einheit 3. Einheitsentziehen machen. Machen wir mal auf Set. Aber dass wir den dann zum Beispiel mit Wehklagen auch wegkriegen. Ich habe irgendwie das Gefühl, als ob ein Counter-Spell hat. Also verwehren. Wir haben auch Racheakt. Ist auch gut. Ich würde sagen, wir machen mal den Beklagungsspell. Teilen uns. Und machen Schaden an Bord. Also tempomäßig. Yeah. Merk schon, der Typ hat schon mehr gespielt als wir. Der hat auf jeden Fall mehr seltene Karten im Deck. Wir haben ja nur so Commons. Und so. Ach, er akt an sich nur eine Common, dann könnte ich noch ein paar herstellen. Was bist du? Rasser der Entzweier. Töte die zwei schwächsten Gegner, okay. Wenn ein Verbündeter in dieser Runde gestorben ist, tötet er. Und bedrohlich 7-5. Wir haben einen Racheakt, wenn wir den zerstören wollen. Das ist noch nicht so schlimm. Zu beenden. Kommt halt drauf an, was er jetzt noch spielt. Okay, wir spielen Racheakt. Das Spinnchen hier davor. So, jetzt verwehren. Nee. Mal ja nochmal Glück gehabt. So, er hat noch 8 Mana über. Jetzt haben wir wieder verpasst, den zu spielen, ne? Wie vorhin. Naja, auch nicht so schlimm. Oh ja, sie hat gern Besuch. Seelensammler opfern den Typen. Kriegen noch einen 4-4 und einen 4-Mana-Diener von einem anderen Gebiet. Ich verursache doppelten Schaden am Nexus. Das gefällt mir eigentlich. Können wir ja mal rein angreifen damit. Boah, kann ja jetzt Sachen rausspielen. Wir haben wahrscheinlich nicht so geil rein angreifen. Oh, ein Zauber.
noch ein Zauber. Oh, jetzt hab ich Angst. Okay, der entzieht was und entzieht nochmal. Er hat jede Menge Grasp. Blockt nicht. Ich meine, warum sollte er? Er ist nur auf 20 oder wieder auf 20, also kann er auch einfach das fressen. Nicht wissend, dass wir sowieso das Feature machen können. Ja, ein Haiwagen. Der ist instant weg. Ich muss das Viech eigentlich zerstören. Weil der die Haiwagen damit zum Beispiel aus der Range davon bringen. Shit. Mit dem können wir jetzt nie wirklich viel anfangen, ne? Wir können unsere eigene bedrohliche Karte ausspielen. Er hat nur so verdächtig 3 Mana offen. Ich finde immer noch, dass er einen Counterspell hat. Wir können zumindest mal die Runde noch retten, ja? Ich kann den auch noch blocken. Ich brauche keinen einen Schaden davon. Wir haben so erstmal das Board wieder geräumt. So, er hat kleiner Follow-up natürlich. Schwarzer Speer. Ist das jetzt ein Top-Deck-Battle hier? Interessant, interessant. Seelensammler ohne irgendwas ist nicht so cool, wie ich finde. Geisterkrabbler, klasse. Das ist 4-3, ne? Spielen wir den halt ohne Synergy aus. Der hat noch was, ernsthaft? Rache. So ist das. Also was könnten wir jetzt ziehen? Einer von unseren Champions wäre gut. Braum oder so. Nee. Ich bin die Klinge in der Dunkelheit. Auch noch. Das macht frieren. Danach kann sie gehen. Es ist nie, dass er damit nie angreifen kann. Ne? Ja, doch. Ja, nee, da machen wir nichts dagegen. Ja, es war ein interessantes Spiel gegen ein interessantes Deck, würde ich mal sagen. Ich würde ja mal unseren Loose drauf schieben, dass er bessere Karten hatte als wir. Das kann man meistens sagen, ne? Wir haben uns aber eigentlich ganz gut gehalten jetzt. Wir haben halt nur nicht wirklich besonders gute Karten getopdeckt dann. Obwohl wir halt die Möglichkeit gehabt hätten, irgendwas zu topdecken, was uns noch Zeit gibt. Wie zum Beispiel mit einer Lawine hätten wir zum Beispiel sein Set zerstören können und so. Und dann hätten wir auch noch so eine Jungspinne zum Jumpen spielen können. Okay, der hat eine ganze Menge an Planeswalkern, würde ich schon sagen. An Champions gehabt. Eine bunte Mischung. Bin mal gespannt, wie sich das ausspielen wird. So, ja, das ist oben Falken. Zack. Also den aber auch einen One-Drop hat. Yep. Pilz. Stück 5 Gift. Was da? Der hatte doch gar keinen Timo. Oder habe ich nicht gesehen? Ich würde die Pilzwolke gerne hochholen hier. Verstecke 5 giftiger Poffpilz auf zufälligen Karten im gegnerischen Deck. Das Problem, ich würde halt gerne mal wissen, was diese Poffpilze überhaupt machen. Ne? Weißt du, dass man Timo dann rumspielt? Wenn man den Timo hat?
aber ich weiß halt überhaupt nicht, was die Pilze machen. Astronaut. Gewinne ein Zauberwerksgewehr dem obersten Befehl. Okay. Schatz, wir haben Gäste. So, wir spielen den und dann spielen wir noch unseren Nullmaner, opfern den gleich hier. Diese Augen sehen alles. Ja, greif ruhig an. Zwei Schaden, das ist im Moment nicht. Wir opfern den für den Schlechter. Und haben damit schon mal für das Early Game ziemlich gute Einheiten aufgestellt. Was haben wir hier? Abscheuliches Festmahl. Ziehe eine Einheit und beschwöre die Quelle. Ja, genau. Ich muss die mir halt ständig angucken, um sie aus Versehen mit der anderen zu verwechseln. Mit der einen an allem macht und drei heilt. Schatteninsel Artwork sieht doch schon irgendwie ziemlich ähnlich aus, ne? So, nee, das ist. Hier wird einer gerade eingenetzt. Eingesponnen. Weg, solange du kannst. Ja, er blockt den Typ. Hab ich nichts dagegen. Ja, natürlich hat er irgendeinen. Das wird ein guter Winter. Einen Dingenskirchens. Wollen wir den retten mit unserem eigenen Frost? Ja, machen wir's mal. Es passiert quasi nichts. Also er nimmt 4 Schaden. Aber wir haben unseren 3-2 noch behalten. Gegen 2 Zaubermana auch. Ja, guck mal, wir haben schon wieder so einen Aristokraten. Nice. Kann man spielen. Damit angreifen, jumpen. Vielleicht kriegen wir noch eine Value-Karte. Aber was wird unser Gegner tun? Das ist erstmal die entscheidende Frage. Sein Timer läuft. Oh, jetzt geht's los. Würdingsteine. Das ist ein Mana-Beschleuniger. Spielen mal den Aristokraten. Elise? Wo seid ihr? Auch was, das man gut spielen kann in Kontrolldecks, ne? Kann ja blocken und so. Runde beenden. So, jetzt sind wir wieder dran. So, wir haben den schwarzen Speer gekriegt. Richtig nice. Kann man immer gebrauchen. Und ich sage, wir bashen rein. Wir gehen mal auf Aggro mit unserem Kontrolldeck. Gut, und wenn nichts passiert, kriegt er minus 9. Aber er blockt natürlich. So, wieder die Blocks. Ich sag okay. Okay, diesmal hat er nicht mal einen Combat-Trick gehabt, um noch zu gucken, ob er seinen Typen retten kann. So, aber er würde jetzt noch irgendwas spielen, oder? Ja, ein greifbarer, ungeübter Aeronaut. Nicht unbedingt ein Freund davon. Was wir wirken, die Lawine. Dann hauen wir noch den Speer auf das Teil. Die Hoffnung ist halt, dass er nichts macht, ne? Wir verlieren zwar auch unseren Falken, aber der ist sowieso nicht besonders. Okay, er mischt 4 Kopien von irgendeiner Handkarte in sein Deck. Die Frage ist, was war's? Fass im Mut. So, zack, rein. Und dann noch den Speer. Wir bereiten den Weg für Tryndamere. Das ist. Auch wenn er nicht unbedingt eine Wegbereitung braucht, naja, schließlich kommt er ja wieder. Guckt mal an hier. Das ist ein 2-Mann, das ist ein Mana. Aber. Was diese Karte auch hat, ist Synergie mit Tründer. Wir können nämlich Tründer spielen, die spielen Tründer opfern und kriegen gleich den verbesserten Tründer. Das ist auch eine ziemlich interessante Kombination.
Hau man aber trotzdem einfach raus, ich würde schon sagen, einfach für die Feldpräsenz. So, was haben wir gekriegt? Wer bist du denn? Scharlachroter Kurator. Wenn ich Schale überlebe, erschaffe eine zufällige scharlachrote Einheit auf der Hand. Wenn er Schaden überlebt, ja, gut luck mit 3-2 Schaden zu überleben. Du überlebst Schaden, wenn du von einem Einser angegriffen wirst. Wir könnten natürlich dem 1 entziehen. Aber das wollen wir doch eigentlich lieber auf den Gegner machen. Ne? Für Mad Synergies. Apropos Mad Synergies. Greifen wir einfach an oder versuchen noch irgendwie Hickhack mit Meisterschütze plus Festmahl zu machen, um, muss man sich die Steine zu zerstören. Ich glaube, wir greifen einfach an. Ich meine, das hier ist schon Liefel, also es ist schon genug Schaden, um zu gewinnen. Wenn er nicht blockt. Zack. Wäre genau genug. Hat er nicht richtig gerechnet, oder? Der hat das einfach durchgelassen? What? What? Hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Oh, sind wir aufgestiegen? Nee, das war noch nicht genug. Schade. Kriegen wir irgendwas voll? Nee, ne? Keine Champion-Kapsel. Ich hätte gerne die Champion-Kapsel. So, was sagt denn mein Timer? Ja, ich würde sagen, wir machen Schluss für die Folge und sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag.